Ja, ich habe mich heute noch mal spontan hingesetzt und ein Plakat gemalt. Und zwar, um noch mal zu veranschaulichen, welche Drüsen zu welchen Energiezentren gehören und was das energetisch für Wechselspiele auslösen kann. Ich will jetzt gar nicht so sehr auf die einzelnen Krankheitsbilder dabei eingehen, bis auf eins, das werden wir uns ein bisschen genauer noch betrachten. Aber hier siehst du den Menschen einmal von der Seite. Oben habe ich drüber geschrieben, welche Drüsen zu den einzelnen Energiezentren gehören. Und dann habe ich so Pfeile davon abgezogen, um mal die einzelnen Hormone und Neurotransmitter uns anzuschauen, was die so bewirken und was auch diese Kettenreaktionen auslösen kann. Energetisch. Wir beginnen mit dem Wurzelchakra. Ja, zum Wurzelchakra gehören die Nebennierendrüsen, die auf Stress reagieren, ne? Wenn die Amygdala funkt. Und die Nebennierendrüsen produzieren folgende Hormone: Adrenalin, Noradrenalin, Aldosteron, Cortisol, DHEA und was die Nebennierendrüsen auch brauchen, ist ein Hormon. Das kommt vom dritten Auge, vom Stirnchakra. Das sehen wir dann später. Und zwar ACTH. Also da ist schon ein Wechselspiel. Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol. Diese Hormone lösen ja die Stressreaktion aus, ne, im zweiten Energiezentrum. Das muss aber nicht sein, weil bis zum bestimmten Maß sind die auch gut. Ne, es gibt ja den Eustress und den Distress, also den positiven Stress und den negativen Stress. Und da kommt es halt immer auf die Dosis an. Ne? Also ein bisschen Stress, ein bisschen Angst, kann motivierend sein, hatten wir ja schon bei der Prüfungsangst. Aber zu viel des Guten kann halt eben den ganzen Mechanismus in entweder Angst, Flucht oder Starre bringen. Das ist dann die Kettenreaktion. Das machen die Nebennierendrüsen. Und da gehen wir später noch ein bisschen genauer drauf ein. Denn was noch dazu kommt, ist, dass nicht nur die Nebennierendrüsen das Wurzelchakra betreffen, sondern auch der Darm. Und der Darm hat eine ganz besondere Aufgabe. In der TCM, also in der chinesischen Medizin, spricht man ja vom Nahrungsqi. Also der Darm extrahiert die Energie aus der Nahrung und er wandelt dieses Nahrungsqi um in Dopamin und Serotonin. Aber dafür muss das erste Energiezentrum frei schwingen. Das heißt, wenn das irgendwie blockiert ist, wird ja die Verdauung runtergefahren, ne? Das haben wir ja auch schon gelernt. So, wenn das aber alles super funktioniert, dann kann der Darm dafür sorgen, dass der Körper über das Blut mit Dopamin und Serotonin versorgt wird und dass das auch weitergefunkt wird, zum Beispiel ans Gehirn. Das macht ja dann auch etwas mit dem Serotonin. Dazu kommen wir dann später, aber es ist ein Zusammenspiel, ne? So, und was aber jetzt wichtig ist zu wissen, bei Dopamin zum Beispiel, ist, dass es den Antrieb steigern kann. Es kann ihn aber auch drosseln. Also wenn man ein gesundes Essverhalten hat und alles im Körper richtig schwingt, dann sorgt das Dopamin für ein gewisses Ruhegefühl, für eine natürliche Beruhigung, wenn man zum Beispiel Hunger hat. Ne? Kennt ja jeder. Man isst was Leckeres und isst sich auch satt, dann ist man ganz zufrieden. So. Das kann aber auch pathologisch werden. Denn über das Dopamin kann das Essverhalten verändert werden, weil das Dopamin im Essen und auch dieser Prozess des Essens dazu genutzt werden kann, seine Affekte pathologisch zu regulieren, wenn man das eben vorher, wie wir es ja jetzt bisher gelernt haben, nicht ausreichend über die Regulationsbrücke und über die Selbstregulation
gelernt hat. So, da kann das Essen Angst, Sorgen, Stress, Kummer und Unruhe befrieden im Menschen. Und das erzeugt nur vorübergehend, nur temporär eine Ruhe und kann dann auch in Suchtverhalten enden sozusagen. Ne? Ähnlich wie mit Suchtmitteln, da wird es dann auf eine andere Art und Weise erreicht mit der Ruhe. Ne? Aber Dopamin kann eben auch eine Art Suchtmittel werden. Und wir gehen noch mal ganz kurz nach oben auf dem Blatt. Da steht etwas von Antrieb, Euphorie, Glücksgefühle. Ja, ich sagte jetzt schon, dass das Dopamin Antrieb erschafft. Über das Dopamin wird sozusagen der Antrieb gewährleistet, wenn alles gut läuft und das erste Energiezentrum frei schwingt. Dann wird der Antrieb umgesetzt in Euphorie oder Tatendrang. Euphorie klingt ja schon fast ein bisschen pathologisch, muss aber nicht so sein. Man kann ja auch euphorisch sein und ja, voller Liebe für das, was man tut. Und wenn man dann in den Tatendrang gekommen ist, in die Tat und es wirklich auch durchgezogen hat, das gehört zum Sakralchakra, ist man erfolgreich und dann erschafft das Glücksgefühle und das wiederum steht für das Solarplexus-Chakra. Diesen Kreislauf, den zeige ich jetzt unten gleich nochmal. Also was macht der Darm? Der Darm extrahiert das Nahrungsqi aus der Nahrung und erzeugt Dopamin und Serotonin. Serotonin wird erzeugt aus Tryptophan, das ist so eine Vorstufe, also umgewandelt daraus. Dann wird es auch ans Gehirn weitergeleitet, das gucken wir gleich. Neurotransmitter Dopamin wird über das Blut verteilt, erzeugt Antrieb. Antrieb erzeugt Motivation, das gehört ins erste Energiezentrum. Dann, wenn die Energie weitergeleitet wird nach oben und da alles rund läuft, geht es ins Sakralchakra, da packt man dann seine Ziele an, kommt in die Tat und setzt sie um. Und wenn das alles super klappt, dann erreicht man seine Ziele und da ist man dann im Solarplexus angelangt, nämlich steht dafür, wie stehe ich in der Welt, wie zeige ich mich und was ich kann. Zu viel Serotonin erzeugt allerdings Unruhe, zum Beispiel, wenn man jetzt zu viel Zucker isst. Ja, Unruhe, Erregungszustände, Angst. Also ich kenne das an meiner Tochter, die reagiert sehr auf Zucker. Wenn ich das nach 5 Uhr nachmittags mache, dann kriege ich sie nicht vor 10 ins Bett. Genau. Was haben wir noch? Bei zu viel Dopamin kann es zu einer Reizüberflutung kommen, weil Dopamin ja ein Neurotransmitter ist und Informationen weiterleitet über das Blut, über das Nervensystem. Und Reizüberflutung habe ich mir jetzt mal daneben geschrieben, ADS, ADHS. Das ist so ein Krankheitsbild, da kommt das vor. Ne? Man nimmt sehr viele Dinge gleichzeitig wahr und dann kommt es zu einer Überforderung dadurch. Ich glaube ja, dass da sowas wie HSP mit reinspielt. High Sensitive Person nennt man das. Das ist aber in der ICD-10-Klassifikation noch nicht anerkannt. Da wurde aber schon viel zu geforscht, dass die Gehirne von High Sensitive Persons anders funktionieren. Es gibt ein ganz tolles Buch darüber, wo da der Ursprung eines frühen Traumas dem zugrunde gelegt wird. Und sehr besondere Menschen. Ist die Frage, ob diese Ritalin-Behandlung damit halt wirklich dieses Kind sich einfügen kann in äußerlich erzwungene Rituale unserer Gesellschaft, ne? Weil unsere Gesellschaft besteht ja zu einem großen Teil nicht aus so HSP-Leuten und vor allem die Leute, die das Sagen haben in dieser Struktur, in diesem System, sind in der Regel ja eher anders veranlagt, eher das Gegenteil, also nicht besonders sensibel, sondern eher narzisstisch. Gibt es ja auch viele Bücher drüber von Menschen, die sich damit auseinandergesetzt haben, soziologisch. Naja. Ich will gar nicht so weit abschweifen, aber da kommt das vor, ne? Diese Reizüberflutung oder auch, wenn jemand
ein Erschöpfungssyndrom hat, in dieser Burnout-Richtung geht, dann kann zum Beispiel das Ohr dafür sorgen, dass man überfordert ist. Also die, alles, was man so hört, Geräusch, Umgebung, ne? Das kann sehr stark überfordernd sein für den Menschen, der erschöpft ist oder überarbeitet ist oder in einer ganz besonderen Belastungssituation ist, ne? Man sagt ja auch, akute Belastungsreaktionen vor äußeren Reizen schützen, ne? Reizüberflutung. Aber zurück zum Dopamin, ein zu viel davon, also wenn da der Darm aus dem Takt gerät und es gibt zu viel Dopamin, dann kann das eben zu schnell kommunizierten Reizen kommen und das Gehirn überfordern, ja, über Reizüberflutung. So, dann weiter unten. Also der Darm wandelt aus dem Nahrungsski um das Dopamin und das wird über das Blut verteilt, das hatten wir ja schon. Also im Gehirn betrifft es die Kommunikation der Nervenzellen. Ja? Das wird dadurch geregelt, Konzentration wird dadurch gesteigert, Erinnerungsvermögen, Gedächtnis, ne, das sind alles so Sachen, das wird ja oft gar nicht bedacht. Ich glaube, es ist viel häufiger der Fall, dass zum Beispiel neuronale Erscheinungen falsch eingeschätzt werden, weil der Darm gar nicht genügend abgeklopft wurde. Genauso wie Depressionen. Ne? Also diese ganzen Serotonin, diese ganzen feinen mechanischen Wirkweisen da über diese Neurotransmitter, die können eben auch Depressionen auslösen, wenn zum Beispiel zu wenig Serotonin und Dopamin hergestellt wird im Darm. Und ich glaube, viele Psychiater klären das gar nicht ab, auch im Zusammenhang mit Erschöpfungssyndrom, ne? Also da gibt es eben schon auch organische Ursachen, warum jemand so erschöpft sein kann, zum Beispiel einen Eisenmangel, ne? Aber auch hier der Darm hat eine energetische Funktion auf der Energieebene des ersten Energiezentrums. Und da ist die Schulmedizin und auch die Psychologie, glaube ich, oft sehr ungenügend in der Anamnese. Ja, deswegen erwähne ich das nochmal, weil ich glaube, das ist wichtig. Der Mut, der Antrieb, das Wurzelchakra wird dadurch beeinflusst, die Lebensfreude in der Kettenreaktion weiter nach oben, das hatten wir ja schon, ne? Denn der Antrieb sorgt dafür, dass Ideen in die Tat umgesetzt werden und Erfolgserlebnisse daraus resultieren und das erzeugt Lebensfreude. Dann haben wir die Durchblutung, die ist davon betroffen, das Herz und das vegetative Nervensystem, also das, was wir nicht bewusst steuern können. Kommen wir noch zu dem Punkt Sport. Als zweiten Punkt, dass man folgend aus dem Antrieb, der durch das Dopamin in Gang gesetzt wird, dann in die Tat kommt, in den Sport, ja, auch teilweise zur Kompensation von nicht erfüllter Sexualität. Es fällt auch in das Sakralchakra. Wenn es pathologisch wird, passiert Folgendes. Ja, Dopamin und Serotonin werden aber allerdings nicht nur über das Extrahieren des Nahrungsschieß im Darm produziert, sondern auch über körperliche Bewegung. Ja, beim Sport zum Beispiel. Ich glaube auch, dass da diese Dynamik reinkommt bei jemandem, der sexsüchtig ist. Also es ist ein Kreislauf aus Bestätigung und körperlicher Betätigung, also dass da Sachen geflutet werden im Körper, in den Körper hinein, Serotonin, Dopamin. Dopamin sorgt auch im Gehirn für einen Belohnungseffekt, ja, und diese körperliche Betätigung, wenn man da dann am Ende zur Ruhe kommt, dann entsteht auch sowas wie ein kurzweiliger Problemlöseeffekt. Ja? Man denkt, alles ist wieder gut, Angst, Sorgen, Stress, Kummer, Unruhe sind erledigt, aber eben nur temporär, weil das kommt natürlich wieder, weil die Ursache nicht behandelt wurde. Und beim Sport kommt noch dazu, dass es einen Gewöhnungseffekt gibt. Das heißt, am Anfang braucht es nur 20 Minuten, um
Dopamin und Serotonin zu produzieren. Und dann muss der Mensch irgendwann immer mehr, immer mehr, immer mehr trainieren. Und das kann eben auch in eine Sucht führen, in einen vermeidenden Mechanismus und ein vermeidendes Verhalten. Und was da dann noch dazu kommt, ist es natürlich sehr anerkannt von der Gesellschaft, ne? Ich denke da jetzt gerade an diese ganzen Bodybuilder, die kein Gramm Fett mehr im Körper haben und die Arme nicht mehr an den Körper rankriegen, weil sie einfach damit nicht mehr aufhören können und ihren Selbstwert auch dadurch künstlich oben halten. Also da geht es dann irgendwann um die Hülle und nicht mehr um den Kern. Hier darüber, Zirbeldrüse, Epiphyse, Kronenchakra. Da steht nochmal, dass das Serotonin auch im obersten Energiezentrum, also in der Zirbeldrüse, umgewandelt wird in Melatonin. Und Melatonin sorgt für einen gesunden Schlaf, einen gesunden Schlaf-Wachrhythmus und überhaupt für einen gesunden Umgang mit Zeit, also Lebensrhythmus. Ja. Eigentlich wird dort dann so ein Gleichgewicht geschaffen, das den Menschen durch die Tage trägt. Der Tag und die Nacht, diese beiden Gegensätze werden dort verschmolzen und deswegen ist es sehr wichtig, dass dieses Serotonin auch wieder umgewandelt wird in Melatonin. Ja, auch für die Prozesse der Psyche ist Melatonin sehr wichtig, ja, auch zur Ruhe kommen zu können. Ja, hier nochmal einen Blick auf die Grafik. Wir haben gerade gesprochen über die Zirbeldrüse, die Epiphyse. Die gehört zum Kronenchakra, ganz oben zu sehen. Links Zirbeldrüse und da drüber steht Hypophyse, Hirnanhangsdrüse. Das gehört zum vorletzten Energiezentrum, dunkelblau. Damit befassen wir uns jetzt. Die Hypophyse macht die meisten Hormone im Körper und sie funkt auch zwei Hormone an zwei andere Drüsen, nämlich ACTH an die Nebennierendrüsen, die brauchen das, damit die ihren Job machen können und Adrenalin produzieren, Noradrenalin, ne? Und TSH ist ein Hormon, das macht auch die Hypophyse und sendet es an die Schilddrüse. Bei der Schilddrüse gibt es auch noch zwei organische Krankheitsbilder, die Einfluss nehmen können auf das Psychische. Das gucken wir uns gleich noch an. Diese ganzen anderen Hormone, auf die gehen wir jetzt nicht näher ein. Wichtig allerdings ist zu sagen noch, dass die Hirnanhangsdrüse, die Hypophyse, Endorphine produziert. Das sind körpereigene Schmerzmittel, körpereigenes Morphin. Das kann in extremen Situationen so sein, dass die Hirnanhangsdrüse das dann produziert. Positiv wie negativ. Positiv wäre jetzt so eine Art Nervenkitzel oder Sport. Oder negativ Trauma, wobei auch bei dem Sport eine ähnliche Dynamik sein kann wie bei diesen anderen beiden, was ich schon gesagt hatte, Sportsucht, gesteigerte Trainingseinheiten, weil ein Gewöhnungseffekt eintritt und dadurch so eine Art Sportsucht entsteht. Und wenn die wegfällt, dann kann Depression entstehen. Auch sexuelle Frustration kann damit kompensiert werden oder auch andere Frustrationen. Es gibt dann noch ein schönes Wörtchen, das nennt sich Ambiguitätstoleranz, Frustrationstoleranz. Ein psychisch stabiler Mensch kann innere Widersprüche sowohl als auch Momente aushalten. Es entsteht keine innere Zerrissenheit. Ja. Und wenn da irgendein Affekt nicht gehalten werden kann, greift der Mensch eben nicht nur zu Drogen oder Essen, sondern auch zu Sport. Zu dieser Ambiguitätstoleranz, wenn die nicht vorhanden ist, bei Schizophrenie zum Beispiel gehen die Menschen dann in eine innere Spaltung, weil sie diese Zerrissenheit nicht aushalten. Nochmal zu der Endorphinproduktion. 20 Sekunden Lachen erzeugen genauso viel Endorphine wie 5 Minuten Rudern. Ohne Gewöhnungseffekt. Ja, mehr mache ich jetzt aber nicht zu dieser Geschichte jetzt. Mit diesen ganzen weiteren Hormonen, da sind bestimmt eine Menge Prozesse, die man jetzt auch durchgehen könnte, aber vielleicht kommen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal dazu. Ich möchte damit jetzt abschließen. Ja,
Weil der Film, A, würde der Film zu lang werden und B, möchte ich einfach jetzt erstmal nur diesen Film aufnehmen, um wirklich ja, dir vor Augen zu führen, dass diese Energiezentren einander auch anticken können und dass die eben auch über diese Drüsenfunktionen, wir müssen ja jetzt nicht anatomisch den ganzen Mensch auseinandernehmen, aber dass dir einfach bewusst wird, diese Drüsen, die interagieren natürlich auch miteinander. Das ist ein Zusammenspiel, ja. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Dopaminüberschuss eine Folge hat, dass der Antrieb dadurch gesteigert ist, dann ist das schon etwas, finde ich, was interessant ist, ja. Oder eine Hyperventilation des Sakralchakras, weil ein Trauma stattgefunden hat. Und dann bin ich jetzt zum Beispiel ja gar nicht die richtige Ansprechpartnerin dafür, weil ich habe gar keine Trauma-Ausbildung. Und deswegen finde ich das schon, das ist auch meine Kritik an dieser ICD-10 und an dieser Anamnese, nur auf die Symptome zu gucken, ohne ursächlich auf Forschungsreise zu gehen, woran könnte das denn vielleicht in einer Kettenreaktion liegen, finde ich für mich jetzt nicht genug. Und deswegen würde ich jetzt auch, selbst wenn ich es grundsätzlich wollte und meine beruflichen Ziele da jetzt dem entsprechen würden, würde ich trotzdem noch eine Trauma-Ausbildung machen wollen. Einfach um diese Wechselspiele noch mehr in der Tiefe zu verstehen und auch einen Instinkt dazu entwickeln. Weil sowas, wenn man das nicht von Anfang an instinktiv erkennen kann, kann es einem natürlich auch nachher innerhalb der Therapie total um die Ohren fliegen, ne? Und deswegen wäre das für mich jetzt auch noch nicht an der Zeit zu sagen, ich arbeite jetzt mit bestimmten Krankheitsbildern, auch wenn ich das dürfte als Heilpraktikerin, Psych und die Prüfung bestehe. Ja, zumindest wirklich wichtig, immer abklären, was ist denn mit dem Darm, ja, zum Beispiel. Oder was ist denn mit der Schilddrüse? Was ist denn mit der Thymusdrüse? Dafür finde ich, ist es schon wichtig, sich das mal alles anzuschauen. Wie funktioniert das Hormonsystem im Körper? Und für mich persönlich ist eben das in Verbindung damit das Energiesystem sehr wichtig. Ja, zurück zur Schilddrüse. Das Kehlchakra produziert Thyroxin T4 und Triiodthyronin T3. Das braucht aber TSH, das ist ein Hormon, das macht die Hirnanhangsdrüse. Und die Schilddrüse, die kann eine Überfunktion oder eine Unterfunktion haben. Stichwort Hyperthyreose oder Hypothyreose. Das wird uns das ein oder andere Mal auch begegnen in der Differentialdiagnostik zu bestimmten Krankheitsbildern. Denn eine Unter- oder eine Überfunktion der Schilddrüse kann bestimmte Symptome verursachen, die verwechselt werden können mit Krankheitsbildern. Beispiel: Bei Hyperthyreose könnte man es verwechseln mit manischen Zuständen. Oder umgekehrt, bei Hypothyreose könnte man es verwechseln mit Depressionen. Ja, und was mir jetzt noch eingefallen ist, die Hypophyse, also die Hirnanhangsdrüse, die macht noch zwei Hormone, die wir uns später wirklich nochmal anschauen müssen. Und zwar zwei Hormone, die für die Keimdrüsen wichtig sind, also für das Sakralchakra. Das ist LH und FSH. Ich lese da gleich mal aus einem Artikel vor, den habe ich online gefunden, den verlinke ich hier drunter. Bevor ich das mache, noch kurz erwähnt sei, dass die Hirnanhangsdrüse auch Wachstumshormone des Kindes oder des Jugendlichen produziert. Und wenn das dann abgeschlossen ist, das Wachstum, dann werden diese Hormone dafür genutzt, den Stoffwechsel zu steuern. Das kann auch wichtig sein, ja. Also der Stoffwechsel wird ja auch über die Schilddrüse mitgesteuert, aber das ist also da diese Kommunikation, die Hypophyse, die steuert wirklich sehr viele Funktionen im Körper, ne? So, einmal jetzt zu diesem Artikel, den ich da gefunden habe, den ich unten drunter verlinke. Der beschreibt wirklich auch ganz toll, was die Hirnanhangdrüse alles macht. Auch auf die anderen Drüsen bezogen, ja, auf die Komplexität im ganzen Körper. Wenn dich das interessiert und du da noch mehr einsteigen möchtest, das wäre eine super Seite, um das nochmal alles sich durchzulesen, ganz in Ruhe.
verlinke ich, wie gesagt. So, jetzt lese ich einmal vor daraus. Wir springen jetzt also einmal zu den Keimdrüsen, zum Sakralchakra, ja. Die Hypophysenhormone, luteinisierendes Hormon, das nennt man LH, und follikelstimulierendes Hormon, FSH, sind bei der Frau für die Östrogenausschüttung und die Reifung der Eizellen im Eierstock, im Ovar, zuständig. Beziehungsweise beim Mann für die Testosteronproduktion und die Reifung der Spermien im Hoden. Ein Mangel an LH und FSH äußert sich im Kindesalter durch Störungen in der Pubertätsentwicklung und bei Erwachsenen in Zyklusstörungen bei der Frau bzw. Libido- und Potenzverlust beim Mann. Ja, und das ist natürlich ein sehr wichtiges Thema, ne? Also Freud würde sagen, das ist das Thema. So. Ein fortbestehender Östrogen- bzw. Testosteronmangel kann zum Beispiel zu Osteoporose, Rückgang der Körperbehaarung und Verminderung von Muskelmasse und Antrieb führen. Da haben wir wieder den Antrieb. Ja, schon wieder der Antrieb. Ja, der Antrieb, was war das nochmal? Ja, Wurzelchakra, also ein Stockwerk tiefer, ne? Seht ihr, was ich meine? Also die Hypophyse im Stirnchakra funktioniert vielleicht nicht richtig. Dadurch werden diese beiden Hormone nicht ausreichend produziert. Dann im Sakralchakra, dann können da diese beiden Drüsen, je nachdem Mann oder Frau, nicht richtig funktionieren. Das kann den Antrieb mindern. Das kann wahrscheinlich auch noch viele andere Dinge auslösen. Also dass dieses Thema, ich habe da versucht, ein bisschen zu forschen. Das ist sehr umfangreich, ne? Also Zyklus alleine schon. Ich meine, was macht der Zyklus mit der Frau? Ja, das ist sehr wichtig, das Ganze. So, also der verminderte Antrieb kann auch kommen, weil die Hormondrüsen nicht ganz rund laufen, weil die Hirnanhangsdrüse nicht genug von diesen beiden Hormonen produziert. Also ich meine, das sieht man ja niemandem an der Nasenspitze an, ne? Ist die Frage, ob ein Hausarzt auch daran denken würde, ne? Und sagen würde, klappern wir das doch erstmal ab, bevor wir sie zum Therapeuten schicken. Wahrscheinlich eher nicht, aber da auch wieder Thema Aufklärung, ne? Wenn jemand da zu einem kommt und von diesen Dingen berichtet, eigentlich müsste man sich wirklich mal eine Liste machen, was kann alles den Antrieb beeinflussen, was organisch bedingt ist. Ja, also organisch insofern jetzt nicht nur auf das Gehirn bezogen, sondern auf diese ganzen Drüsenfunktionen. Und dann kann man ja den Menschen, wenn er es wissen will, auch energetisch noch aufklären, ne, was das da auf einer energetischen Ebene bedeuten kann, was diese ganzen Energiezentren für Wirkweisen haben im Körper. Nicht jeder ist aber offen auch dafür, ne? Viele halten das ja für esoterischen Quatsch. Aber ich finde jetzt, für mich ist es wichtig, wenn jemand das erste Mal zu mir kommt, wo sind die Grenzen meines Wissens? Und wo sind die Grenzen dessen, was ich machen darf überhaupt? Und lieber ist es mir, ich schicke den Mensch erst nochmal dahin und dahin und dahin und sage, lassen Sie sich da mal eine Überweisung geben von Ihrem Arzt, dass das und das und das noch abgeklärt wird, bevor wir arbeiten, weil vielleicht haben Sie ja ein Reizdarmsyndrom und Sie haben gar keine Depression. Ja, dann kann es vielleicht sein, dass er zu einem chinesischen Arzt gehen muss, weil der normale Arzt ihm da vielleicht nicht unbedingt weiterhelfen kann. Aber wer weiß, wenn der da dahin geht dann, und das Reizdarmsyndrom ist weg, weil der chinesische Arzt das wegkriegt, dann ist er in einem halben Jahr gesund und dann braucht er keine Therapie mehr zu machen. Also unter Umständen vielleicht ja auch nicht, aber man weiß es vorher nicht, ne? Ja, und jetzt wird's spannend, jetzt kommen wir zur Thymusdrüse. Warum finde ich das besonders spannend? Weil es sehr aktuell ist. Denn die Thymusdrüse ist verantwortlich dafür, dass wir T-Zellen produzieren können in unserem Körper, T-Helferzellen. Auf der energetischen Ebene finde ich das super spannend, weil über das Herz
Energiezentrum begegnen wir einander. Das ist das Gegenteil von Isolation. Ist das nicht spannend? Ja, also unser Herz versorgt uns mit Immunität, Immunsystem über die T-Zellen. Da wird ja sehr viel von Forschern darüber berichtet im Moment, die allesamt entweder diffamiert oder zensiert werden. Ein sehr spannendes Thema, T-Zellen, Herdenimmunität, die wird erschaffen durch Begegnung. Wir haben die Hormone Thymosin, Thymopoetin 1 und 2 für die T-Lymphozyten. Ich gehe nicht näher auf das Thema ein, ich könnte da jetzt noch stundenlang auf Entdeckungsreise gehen. Wir belassen es dabei und widmen uns der Bauchspeicheldrüse. Die Bauchspeicheldrüse, die Pankreas, Solarplexuschakra, produziert Insulin, Glucagon und Somatostatin. Ja, schauen wir mal, wann uns diese ganzen Hormone demnächst nochmal begegnen. So viel zum Energiekörper des Menschen in Zusammenhang mit seinen Drüsen.